Ahoi, liebe Piraten. Ich bin hier mit meiner Lichtgeschwindigkeit Nummer 338 und mein Thema heute ist die neue Pressearbeit der Piratenpartei im Endspurt zum Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Und ich zeige hier nochmal, was ich erwarte, nämlich die Piraten kommen in den Landtag mit über 5%. Die Grünen und die CDU könnten eine Koalition bilden. Und dann gibt es eine Veränderung im Bundesrat und eine Veränderung in Berlin. Und dann muss der Kriegsminister hier aus dem Eulenspiegel seinen Hut nehmen, seinen mit Haarwaschmittel verkleisterten Hut. Und dann möchte ich sagen, unsere Pressearbeit ist sehr erfolgreich. Ich hatte einen Leserbrief in der Wirtschaftswoche. Da hat der Chefredakteur Roland Tichy bei den Piraten angerufen und hat gefragt, ob er den E-Mail-Brief in der Holzzeitung drucken darf, und der ist dann hier oben links am wichtigsten Platz erschienen zur Konzeption der Piratenpartei. Wir haben heute in unserer großen Pressekonferenz die Situation der Pressearbeit der Piraten und der Öffentlichkeitsarbeit diskutiert und sind zu wirklich erheblichen Verbesserungen gekommen, sodass wir jetzt in den nächsten Tagen nochmal richtig Öffentlichkeitsarbeit machen können mit den Presseabteilungen der Piraten in Nordrhein-Westfalen und auch mit der Bundespiratenpartei. Und ich drücke die Daumen, dass da die Kräfte, die vorhanden sind, auch zusammenkommen und nicht alle für sich alleine gucken, wo sie bleiben. Denn das Ziel sind die Wähler und die Öffentlichkeit, und das ist jetzt ein bisschen unbequem und ein bisschen Quälerei. Manche sind auch schon ganz erschöpft, aber wir werden das bis Sonntag noch schaffen. Ich wollte nur sagen, das eine ist also jetzt die Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei, jetzt kommt die Polizei, mal sehen, was sie sagen. Und das andere ist tatsächlich der Erfolg heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da habe ich einen großen Artikel der Katharina Wagner. Die hat die Piratenpartei jetzt das erste Mal wenige Tage vor der Wahl. Guten Abend. Ich mache zwei, drei Minuten. Kann ich zu Ende machen? Ne? Ich mache eine Presseschau in Bezug auf die Piratenpartei in den Zeitungen. Und das ist ja jetzt hier, das Gebäude kennt keiner in Deutschland. Keiner hat aber so eine tolle Staatskanzlei, also so ein Stadttor. Ne? Mhm. Deshalb mache ich das hier. Also ich weiß, dass ich hier nicht eigentlich nicht stehen darf, aber hier sind so viele Presseautos und da habe ich gedacht, ich kann hier ein gutes Bild machen mit dem Licht. Ich mache keinen Unfug, also ich verspreche es Ihnen. Ich muss meine Zeitung kriegen mir weg. Ich bin von der Piratenpartei. Und ich mache jeden Tag bei YouTube eine Aufnahme, wo ich die Presselage, Fernsehen, Medien und alles kommentiere. Jeden Tag. Mhm. Und das ist immer höchstens 10 Minuten. Und dann muss ich das vorher alles durchstudieren und dann stelle ich das da. Und dann haben wir jetzt hier ein heute das erste Mal, denn die Piraten... Haben Sie mal einen Ausweis da? Ja, habe ich. Schauen Sie. Ja, sofort. Digital, jetzt ja, auch in analog. Und das ist eine große Sensation für die Piraten, weil die bis jetzt eigentlich nicht erwähnt werden, außer irgendwie, was nicht so nett ist. So, Wahnsinn, Ausweis. Personalausweis, ne? Genau. Ja. Bitte. Ja. Okay, ich fahre mal kurz fort. Ich kriege nämlich schon kalte Hände. Also die Frau Wagner hat hier festgestellt, dass die Piraten nicht mehr Nischenpartei sind, sondern ein Vollprogramm entwickelt haben und in Zukunft sozusagen das Thema IT-Revolution, Informationsgesellschaft, das in alle Felder der Politik hineinwirkt, dann auch wirklich eine Bedeutung hat. Insofern die Piratenpartei als Internetpartei dadurch ihren Sinn erhält, was die anderen Parteien noch nicht verstanden haben. Und insofern bin ich jetzt hier bei meiner Presseschau gleichzeitig in der Polizeikontrolle vor der Staatskanzlei, sodass man sieht, dass kein Unfug geschieht. Und diese neue Darstellung der Piraten in der Öffentlichkeit, in der wirklich einer der wichtigsten Zeitungen in Deutschland, Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute, wird zur Folge haben in den nächsten Tagen, dass die anderen Zeitungen dieses Thema eben auch bringen. Und jetzt wollte ich noch kurz die Welt zeigen, die von Springer, die Tageszeitung heute. Die Welt hat das Thema Wahlkampf, weil es nicht mehr funktioniert, was die anderen Parteien an Themen bringen, hier Folgendes gemacht: Wer die FDP verstehen will, braucht einen Doktortitel. Da wird gesagt, Wissenschaftler haben die Programme zur Wahl in NRW untersucht
und haben festgestellt, dass die Texte in den Wahlzetteln der Parteien und besonders der FDP so lang sind, die Sätze so lang sind, wie sie nicht in Doktorarbeiten sind. Ob das wirklich eine Bemessung der Wirkung ist, weiß ich nicht, aber es ist ganz interessant insofern, dass man auf die inhaltlichen Aussagen eigentlich sich gar nicht interessiert, sondern sich mit solchen Lappalien nebenbei beschäftigt. Dann habe ich die Rheinische Post heute, die hat im Grunde genommen gesagt, dass es möglich ist unter bestimmten Konstellationen mit der Linkspartei hier, so könnte Kraft an die Macht kommen, nämlich wenn sie mit der Linkspartei koaliert, vorausgesetzt, die Linkspartei kommt in den Landtag. Die Aussichten, dass bei den Prognosen die Piraten jetzt bei 3% liegen und bei der Ungenauigkeit der Prognosen dann man sagen kann, dass die 5% tatsächlich erreichbar sind, das finde ich eben bemerkenswert und es sind jetzt noch wenige Tage. In den nächsten Tagen wird sich also manches entscheiden, denn die Milliardenkreditentscheidungen in Griechenland sind eben auch bemerkbar. So, okay, ich schließe das jetzt ab und es ist unsere Pressearbeit jetzt das Allerwichtigste, was uns sehr viel Kraft gekostet hat, und wir sind aber immer noch frohen Mutes. Und da wollte ich noch mal ganz kurz, Moment, jetzt bin ich auch noch eingeklemmt hier, meine Flagge zeigen, wenn es das Licht hier, deshalb stehe ich hier unter der Lampe, ermöglicht. So, ahoi liebe Piraten.